Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück bei einer weiteren Folge Grandia und wir sind gerade dabei, das Ende der Welt zu erklimmen. Hört sich komisch an, ist aber so. Wir versuchen, die gigantische Mauer hinaufzustürmen und irgendwie nach Alend zu kommen. Ich glaube, wir sind fertig. Ah, ah! Ich wollte nicht zerquetscht werden. Meine Fresse. Schallfledermaus. Hoffentlich können die was, sonst wird mir langweilig. Brennfeuersäule, Flammengeschoss. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gesehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke mal, da kann man mal ein Auge zudrücken für ein bisschen Effektgewitter. Jetzt haben wir, glaube ich, alle neuen Magie... Alter. Jetzt haben wir alle neuen Magiearten... Alle neuen Magiearten gesehen, die wir so drauf haben. Ja, ist ganz einfach für dich, Fena. Weiß ich doch. Deswegen bist du ja auch dabei. Ich frage mich immer noch, wer unsere Gruppe eventuell noch bestärken kann, weil wir sind immer noch zu dritt und irgendwie sieht es danach aus, als ob man eigentlich mehr sein könnte. Huch, da geht die Leiter wieder hoch. Schon wieder! Immer dieselben Tricks. Wo ist die Kiste hin? Wollte schon sagen. Niemand beraubt mir meiner Kiste. Ich weiß immer noch nicht, was das Ding macht. Kann man die jetzt benutzen, die Teile, oder was? Nö. Erhöht IP beim Feind dauerhaft. Dauerhaft heißt auch außerhalb von hier, also immer. Ah, okay. Der Aufzug links oder rechts? Ich gehe mal nach rechts. Huch, jetzt geht's auch noch quer hier. Aufpassen. Auf jeden Fall gibt es irgendwie wieder Gegner. Das ist auch nicht schlecht. Ich wollte mich noch ein bisschen heilen. Man kann ja nie wissen, ob das nicht nötig ist. Außerdem lernt Fena so mit Wassermagie. Es geht voll alleine von A nach B zu kommen hier. Und ich bin immer noch skeptisch, weil es zu einfach ist. Und ich weiß echt nicht, wie hoch diese Mauer noch sein soll. Hey Justin, zelten wir für heute hier irgendwo? Ja, yeah, okay, wir zelten. Wir sind erst eine Stunde unterwegs. Warum ist die Musik so komisch? Was heißt diese Musik? Ich finde sie cool, aber warum? Ich bin nur so müde vom Klettern, Schritt für Schritt. Und immer dasselbe. Immer dieselbe alte Aussicht. Puff, puff. Zu, was sagst du? Java hat uns davon erzählt, erinnerst du dich? Überstehe die Prüfung vor dir und du wirst erhalten, was du wünschst. So arbeiten Abenteurer. Werden wir streiten? Ich kann schon verstehen, wie es so sich fühlt. Wir klettern und klettern und alles, was wir sehen, ist immer noch mehr Mauer. Ich zweifle, dass es eine Spitze gibt. Ha, sogar Fena verliert den Glauben. Hey, wir sind Abenteurer. Abenteurer gehen jeden Weg zum Ende und geben niemals auf. Ja, du hast recht. Abenteurer dürfen nie den Glauben verlieren. Ich habe wohl schon wieder eine Abenteurerlektion von Justin erhalten. Oh. Ja, aber egal. Was du sagst, es ist so ermüdend und langweilig. Puff, puff. Finde ich allerdings. Was ist denn hier los? Es gibt keine Berge ohne Gipfel. Also muss diese Mauer irgendwo eine Spitze haben. Okay, wir sind fertig mit Fena, okay. Ja, aber egal, es ist ermüdend und langweilig. Ich habe ein Gefühl, dass wir haben mindestens die Hälfte geschafft. Wir sind bald an der Spitze. Echt? Oh, Zickenterror im Camp, Justin. Wieder ein Koffer. Uninteressant. Weil wegen... Hallo, wir haben nichts gefunden. Ende der Welt 3 haben wir das letzte Mal gespeichert. Und Ostnebel 3, sehr passend. Und jetzt sind wir schon wieder 3 höher gekommen. Und ich frage mich immer noch, wo wird uns das Ganze hinführen und gibt es ein Ende? Im Moment sieht es nicht danach aus. Hier gibt es einen Schalter. Und da geht es auch schon wieder weiter. Aber ich glaube schon, dass es anstrengend ist. Es ist ja hier 90% Treppensteigen. Was ist das denn? Ah! Aua! Böse Wolke! Das selbe getan? Ja, geht. Eher so meh. Aber wir heilen trotzdem. Auch weil Fena eine Fähigkeitsstufe höher. Perfekt. Auch weil Fena das ein bisschen gebrauchen kann.
Wie viel sind wir jetzt bei Wasser? Stufe 2. Immerhin. Und hoch geht's. Noch, da wollen wir nicht hin. Wollen wir beim Geld aussteigen? Sehr gute Wahl. Ich habe so das Gefühl, dass wir wieder auf die Fresse kriegen werden. Okay, da passiert nichts. Huch! Ein geheimer Gegner, Typ, Boss, Monster. Geheime Viecher. Okay, na, nur Fledermäuse. Kein Grund zur Panik. Beruhigt euch. Alle wieder. Teilt einen Gang zurück, okay? Ist nichts Schlimmes. Wir machen ein bisschen Zappity-Zapp. Damit werden wir alle treffen. Schätze ich. Hoffe ich zumindest. Das wäre cool. Aber an sich habe ich gedacht, dass diese ganze Kugel dann alle treffen wird, genau. Und so ist es auch. Lebt da noch was? Wollte schon sagen. What a finch. Easy mit der neuen Magie. Pretty much voll easy. Ich will eine Herausforderung. Ich will nicht diesen Kinderquatsch hier. Ich sehe nur nichts. Toll, da war jetzt ein Monster hinter. Super. Und da sind immer Monster hinter, oder wie? Ich gehe, glaube ich, mal weg. Ich verstehe das hier nicht so ganz. Wollen wir nochmal einen wegseppen, meine Freunde? Das hilft mir. Ihr müsst mir doch helfen. Okay. Ich weiß nicht, warum der Justin so böse ist. Burn to a crisp, sagt er. Schön kross braten, die Monster. Und tschüss. Aber macht wirklich viel Schaden. Aber kostet auch eine ganze Menge ZP. Ohne Ende ZP, um genau zu sein. Das ist bestimmt ein Schalter, also da fallen immer Monster runter. Irgendwie sowas. Und man sieht es halt nicht. Deswegen gehe ich da jetzt weg. Auf ewig! Zum Ende der Welt 7. Ich hoffe, wir wollen nicht wieder campen, weil campen ist meh und weiterkommen ist yeah. Also, sucht euch aus, was wir wollen, Genas. Ende der Welt 7. Wir können nach links und nach rechts. Wir gehen mal die Treppe. Gib alles. Okay. Treppe ist nicht, weil wegen unfair. Dann erstmal nach oben. Ganz schön viele Fallen hier. Fies. Der Schalter wieder hoch, oder was? Echt? Nee, der bleibt unten. Sehr gut. Oh! Mist. Okay, jetzt kommen die Sachen, wo die richtig unfair werden mit den Fallen. Ich hätte den blöden Knopf nicht drücken sollen. Vor allen Dingen, weil die sehr stark aussehen, die Monster. Feuersäule erstmal nach hinten, um die abzuknopeln. Und nach vorne hin werde ich irgendwie Eis machen oder so. Weil ich nicht sicher bin, ob ich das wirklich will, was hier passiert. Der Vogel sieht stark aus. Ja, der ist auch stark. Und da gehe ich kein Risiko ein. Und werde ihn einfach mit V-Slash und irgendwie dem anderen da. I'm gonna get you now, bitch. Tschüss, Vogel. Auf nimmer fucking Wiedersehen. Jetzt ist er gerade unten. Hau ihn kaputt. Hau ihn in Einzelteile. Reicht nicht. Reicht nicht, Justin. Bisschen mehr hauen. Stärker kloppen. Fehler macht er schon. Geht auch ein Messer. Das nicht viel bringt. Aber wir haben hier noch den Justin. Wieder keinen Schaden gekriegt. Das ist ganz gut. Aber ich verbrauche auch viel ZP im Moment. Ist ja nicht so, als ob ich hier überhaupt keinen Preis dafür zahle, dass wir so gut durchkommen. Okay, jetzt können wir wenigstens wieder nach unten. Hui! Das ist wirklich heldenhaft. Einfach runterstürzen. Oh nö! Also wieder rauf und dann nochmal den Knopf hinten drücken. Und dann mal ein bisschen Avanti hier.
Zack, 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 zack. Go, 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 go. Jetzt oder nie, jetzt zählt's. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Aber normalerweise... Ja. Huch, ah! Zum 8, go! Hoch, nicht kämpfen, weg! Die werden mir zu gefährlich, die Viecher. Und man hat recht, man sieht nur Mauer. Ekelhaft. Und nicht wieder campen vor allen Dingen. Ich denke mal, die werden immer zickiger zueinander. Aber die Musik wird immer heroischer. Huch. Ach, ich dachte, wir werden jetzt zerquetscht. Oh. Laserbeam. Vorsicht vor den Laserbeam, bitte. Aber es hört sich so ein bisschen nach, irgendwie so ein bisschen nach dem Schiffern da, nach diesem Flugzeug, oder? Ja, ja, das habe ich schon, das habe ich kommen sehen. Das wackelte schon so verdächtig. Es wird immer schmaler nach oben. Ach, der Laser hat das zerrissen übrigens. Okay. Diejenigen, die sich hier ausgelassen haben, sind echt hammerharte Typen. Lauf! Okay. Ah? Ah? Do it! Okay. Was machen die da genau? Muss hier irgendwas... Irgendwas muss ich hier wieder aktivieren. Oh, wow. Au, Doppel A. Verdammte. Das tut ganz schön weh. Was ist los? Keine ZP mehr? Ach, sie selber hat noch nichts auf den Deckel gekriegt. Die hält sich immer fein raus. Au. 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 Fucking au. Nein, hier auch nicht. Das wäre ideal gewesen. Aha, jetzt kommt er doch. Gerade wollte er nicht. Ich glaube, der musste da reingreifen in dieses Loch, um das selber zu aktivieren. Weiß noch nicht, was ich hiervon halten soll. Ich denke mal, jetzt kommt nochmal eine Camping-Szene. Nein? Oh, oh, ja, genau. Ich kämpfe auf jeden Fall gegen die alle. Bin ich denn, wie sehe ich denn aus? Bin ich bekloppt oder was? Benutzen möchte ich gerne. Als 20 SP bei allen Stufen. Ich zähle gleich, das kackt die aber ab. Okay. Wir machen das schon, Fräulein. Kein Problem. Einer nach dem anderen ist schon in Ordnung, denke ich. Ihr könnt auch alle drei kommen. Oh, okay. Das war nur so dahergesagt. Für alle, die es eventuell nicht gemerkt haben. Also ihr drei. Ich sag das ja nur ungern, aber ich hasse euch alle. Also haut bitte ab. Sterben. Fang Feuerball. Bitteschön. So, der Justin. Der macht ein bisschen der Sappidi-Sapp. Und dann war's das. Und zur Not macht die Sue noch ein bisschen Heuler. Das kann sie ja ganz gut. So wie in der letzten Camping-Szene. Und tschüss. Wiedersehen. Oh, das war wenig Schaden. 30, 40. Nix. Dann lass ich mal besser den Blitz einschlagen. Das mögen die Vögelchen bestimmt nicht. Da liegt immer noch was von den Viechern. Unglaublich. Hat er getroffen? Ja. Hat er. Hat getroffen. Hat wehgetan. Hat richtig weh getan. Nein! Ich war dran! Oh, Glück. Aua, aua, aua. Ah.
muss unbedingt aufpassen hier mit den Kämpfen. Die werden doch heftig. Und langsam habe ich Schiss, dass ich es doch nicht mehr packe. Weil wenn sie mich dann treffen, dann nehmen die mich überhaupt auseinander. Ich hoffe, ich habe keinen spielerischen Fehler gemacht. Oh nein. Den man nicht mehr ausbügeln kann, meine ich. Aber im Moment scheint hartes Training das Einzige zu sein, was wir noch machen können. Was passiert jetzt? Fehler! Oh, noch nicht. Ach, guck mal, wie nett das ist. Zur Welt ein, nicht 100, sondern nur 10, ein Glück. Sollen wir campen gehen, oder? Gibt's hier irgendwas Nettes, Interessantes? Kann man hier vielleicht speichern? Das wäre super. Nein, kann man nicht. Das ist schlecht. Weil, warum zelten wir für heute nicht irgendwo hier? Oh, ein Glück. Heute ist die Stimmung wieder besser. Ich gehe zurück. Wir sind geklettert und geklettert und immer noch nicht an der Spitze. Puff, puff. Was ist los, Justin? Oh, vielleicht seid ihr erschöpft. Ich weiß nicht. Es fängt an, wirklich so auszusehen, als ob diese Mauer kein Ende hat. Was ist los, Justin? Auf einmal so pessimistisch. So kennt man dich ja gar nicht. Aber wir haben den Aufstieg doch schon vor so langer Zeit begonnen. Wann werden wir endlich oben ankommen? Nun, gute Frage, aber wer hätte denn zuerst gesagt, wir sollten diese riesige Mauer besteigen? Wollen wir einfach zurückgehen? Wir sind bis hier schon ganz schön geklettert. Justin, hast du vergessen, Abenteurer geben niemals auf. Das hast du uns gesagt. Oder hast du dir das nur ausgedacht? Nein, habe ich mir nicht ausgedacht. Was ich sagte, ist wahr, aber... Oh, ziemlich zickig hier. Justin, Fena, bitte hört auf, euch zu streiten. Puff, puff, puff. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt weggehen. Ich dachte mir, ohne dich würde ich nie an so einem Ort wie diesen kommen. Ich glaube, ich hatte vergessen, was Abenteuer für Spaß machen und was wahre Abenteuer alles bedeuten. Justin, danke. Fena. Du hast recht, du hast recht. Wir sind Abenteurer. Kannst du glauben? Ich weiß. Wenn wir unsere Kräfte sammeln, kommen wir über diese Mauer. Okay, los geht's. Du wartest, Liet. Wir kommen bestimmt nach Alend. Ich glaube, das war's, ne? Genau, wir sind Abenteurer. Morgen werden wir weiterziehen. Puff, puff. Okay, alles klar. Das heißt, das hat's... Ja, wir wissen, das haben wir haben das jetzt alles schon gehört. Ja. Wir sollten auf jeden Fall weiterziehen. Ich hoffe, wir können gleich hier auch mal irgendwo nochmal zwischenspeichern. Hey, schau Justin zu. Der Himmel ist schon voller schöner Sterne. Oh ja, irre. Ich bin sicher, es ist nur noch ein kleines Stück bis zur Spitze. Komm, wir können es schaffen. Ja, oder bis uns der Sauerstoff ausgeht, weil es zu hoch ist. Beides in Ordnung. Meiner Meinung nach. Die Sonne scheint. Und, die Morgensonne scheint. Bis jetzt war immer die Mauer im Weg. Und wir hatten erst am Nachmittag Sonne. Du weißt, was das bedeutet. Wir sind nah am Ende. Du hast recht, das muss es sein. Okay, lass uns nachsehen. Okay, wollen wir mal schauen, was hier wartet. Ja. Was ist denn? Fuck yeah, hinter der Mauer. Wie sieht's damit aus? Es ist nicht wirklich das Ende der Welt. Boah. Das haben wahrscheinlich nicht viele Leute gesehen. Schau, die Sonne geht auf. Wahnsinn, es lässt die Welt wie Gold scheinen. Hä, Justin? Ah, wir haben es tatsächlich geschafft, die Mauer zu überqueren. Das ist ein Fluss da unten. Ich dachte, das wäre eine Straße. Aber es sieht sehr unbewohnt aus, wenn ihr mich fragt. Ob wir da wirklich auf Liet treffen werden. Hey, was ist das? Ja, was ist es? Es bewegt sich. Kran, ne? Na, wir sind an der Spitze angekommen. Und jetzt? Wie sollen wir noch auf der anderen Seite runterkommen? Ich sehe nichts, was uns helfen könnte, hinunterzukommen. Und einfach die Mauer hinablassen geht wohl auch nicht.
Hey, hörst du ein merkwürdiges Geräusch? Justin, schau! Ah, sowas nennt man... Sue? Was machst du da? Sue? Du, was machst du mit Sue? Justin! Ich würde mal runterspringen. Sue! Wo ist sie hin? Ich sehe sie nicht. Ah, Justin! Okay. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich hohe Zivilisation. Hey, hör auf! Lass mich sofort los! Sofort aufhören! Hey, du, lass los! Ich sagte, lass los! Ich glaube, wir werden jetzt einfach abgeworfen. Ah, bleib genauso. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Lass nicht los, okay? Hey, Fena, was sollen wir tun? Du fragst mich? Tu einfach irgendwas, Justin! Fena, Justin! Abwärts! In die Tiefe! Und was passiert jetzt? Ich höre Tiere, glaube ich. Es ist dunkel. Vielleicht hat sich da jetzt runtergefallen, unbeschadet. Haben wir die Schwerkraft auf der anderen Seite aber erheblich geringer. Aber auf jeden Fall ein toller Ausblick. Sind wir in der Cutscene eventuell? Oh, das ist aber echt altes, unbehagliches Sumpfland da. Justin, warte, Justin. Bitte die Hände da weg. Bitte die Hände da weg. Justin, bist du okay? Hast du dich irgendwo verletzt? Wovon redest du, Fena? Mir geht's gut. Ich habe fest geschlafen. Justin! Ah! Hey, nicht jetzt, okay? Was ist, Fena? Was ist los? Bin ich erleichtert. Ich habe mich schon gefragt, was ich machen würde, wenn du tot wärst. Ah, jetzt erinnere ich mich. Wir sind vom Ende der Welt runtergefallen. Bist du okay, Fena? Klar, mir geht's gut. Vielleicht noch etwas benommen. Wieso ist uns nichts passiert? Wir hatten Glück und sind auf diesem großen Blatt... auf dieses große Blatt gefallen. Was meinst du? Wow, das ist ein Blatt. Das ist ja riesig. Trotzdem, ich frag mich, wie. Justin, guck mal da drüben. Holy fuckeroni. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wussten die Maschinen das oder haben die uns einfach runtergeschmissen? Hey, das sieht tatsächlich aus wie... Tatsächlich, wir haben das Ende der Welt überquert. Wow, das ist ein erstaunlicher Ort. Scheint wie geschaffen für Abenteuer. Was? Warte mal einen Moment. Oh ja, Sue, wo ist Sue? Ich habe sie auch nicht gesehen. Wir wurden bei dem Sturz getrennt. Aber ich bin sicher, dass sie in der Nähe ist. Suchen wir sie. Natürlich, ich bin sicher, dass wir sie finden. Gehen wir, Fena. Okay. Ich würde sagen, da hinten sind tanzende Blumen und irgendwie gehen wir mal der ganzen Sache auf den Grund in der nächsten Folge hier bei Grandia. Und wir suchen auf jeden Fall zu. Wir lassen keinen zurück. Und wenn euch das gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch ein Däumchen da. Oder wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch. Dann wisst ihr, wenn die neuen Folgen da sind. Und mich würde es natürlich extremst freuen. Also, im Tal des Flugdrachen wahrscheinlich werden wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin.